Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, weil der letzte Food Haul so kurz war und weil ich noch was gekauft habe, mache ich einfach noch ein Video und lade euch noch ein Video hoch, dann kriegt ihr die volle Dröhnung. Ich war nochmal beim Lidl und beim Penny. Beim Lidl hauptsächlich wegen Lachsschinken, weil es den da ja immer gibt, den Mirko gern mag. Und beim Penny, weil ich im Auto noch so einen 7-Euro Pfandbon vom Penny hatte und den unbedingt einlösen wollte und ja. Ich habe viele schöne Sachen gefunden und werde euch die jetzt mal präsentieren. Ich mache das aber diesmal anders. Ich werde euch erst die Sachen vom Lidl zeigen, dann die Sachen vom Penny, also nicht nach Kategorie, sondern nach Laden diesmal. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Ich habe beim Lidl Windbeutel gekauft. Ich muss dazu sagen, dass da nicht mal so viele drin sind. Ich war nämlich erst beim Lidl und dann beim Penny. Und ich bin jemand, der gerne Windbeutel isst, wenn sie noch so ein bisschen gefroren sind. Und ich habe sie beim Lidl gekauft, habe sie dann im Auto liegen lassen und nachdem wir bei Penny fertig waren, habe ich welche im Auto gesnackt. So ist es. Ja, bla bla bla. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe, weil ich das sehr gerne esse. Aber ja, also da sind auch welche drin, ne? Ich habe jetzt nicht die ganze Packung gegessen. Auf jeden Fall Windbeutel. Windbeutel gehen immer. Und dann habe ich gekauft beim Lidl diese Chorizo-Stückchen. Ist noch ein bisschen was von der spanischen Woche gewesen. Ich habe nicht im ganzen Laden Sachen davon gesehen. Also kann auch sein, dass sie schon ein bisschen her ist. Weiß ich nicht genau. Aber ich habe auf jeden Fall diese Chorizo-Würfel, zwei einzelne Pakete gesehen. Die sind gut bis 14.06.24, also richtig lange. Und ich hatte ja die Brezeln gekauft und habe auch noch Käse zum Überbacken da. Und habe mir überlegt, wenn ich keine kleinen so Bacon-Stücke nehmen, sondern einfach das, dass das bestimmt richtig lecker und würzig ist. Deswegen habe ich die mitgenommen. Genau. Dann habe ich zweimal Lachsschinken mitgenommen. Das war der Grund, weswegen ich da hingefahren bin. Was auch ein Grund war, war tatsächlich, waren diese Cornflakes, diese Milk-Schoko-Bits, das ist ja wie Tresor. Und diese Sorte mit Gelb und Blau. Ist das die Sorte? Habe ich jetzt die richtige mitgenommen? Jetzt überlege ich gerade, vielleicht habe ich auch die falsche mitgenommen. Habe ich sonst immer die blauen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist die Sorte, die immer lecker schmeckt und allen schmeckt. Oder? Ist auch völlig egal. Die werden das essen und diese eine Dose da, die zweite von mir aus gesehen links, also da diese da, die ist schon sehr leer und deswegen habe ich gedacht, ich kaufe die sicherheitshalber nochmal. Wartet mal kurz. So, ich habe dem Kleinen mal eben was zu trinken gegeben und noch einen Snack und ich merke gerade, dass man das voll laut hört, was er gerade im Fernsehen guckt. Alvin und die Chipmunks läuft da. Ja, aber ich hatte jetzt keine Lust, nochmal zurückzugehen und das leiser zu machen. Naja, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Die Cornflakes, genau. Die Gang ist ja jetzt die Tage da. Und deswegen habe ich gedacht, lieber nochmal auffüllen. Dann habe ich mitgenommen hähnchengeschnetzeltes Gyros-Art. Das habe ich mitgenommen, weil es reduziert war und ich dachte, okay, ich brauche noch irgendein Fleisch für heute. Und ich glaube, in meiner Vorstellung wird es so sein, es wird Reis dazu geben. Ich werde das anbraten und dann mit ein bisschen Wasser und Sahne so ein bisschen aufgießen, dass das ein bisschen eine Soße drumherum wird. Oder ich habe noch Paprika, dass ich Paprika damit reinschnibbel. Ich habe auch noch so eine Paprikasoße, so aus dem Glas, die ich aufbrauchen müsste. Also irgendwas in diese Richtung wird es auf jeden Fall geben. Und eigentlich schmeckt das immer ganz lecker. Und es muss auch nicht immer Schweinegyros sein. Es kann auch einfach dieses Hähnchengeschnetzelte sein. Das geht auch. Genau. Dann habe ich mitgenommen Mini-Wiener Würstchen, so ein Doppelpack. Die sind nur noch ein paar Tage gut und die waren 30% reduziert von 2,79 Euro auf 1,95 Euro. Aber weil ich die Tage jetzt auch unterwegs bin mit dem Auto eine Weile, habe ich gedacht, kann man die als Snacko mitnehmen. Da muss man sich nicht wer weiß was unterwegs kaufen, dann kann man lieber das und ein Brot oder so dabei haben. Kann ja auch mal sparen, ne? So, dann habe ich aber Pancakes mitgenommen. Die waren neben dem Chorizo, deswegen glaube ich, wie gesagt, nicht, dass gerade aktiv so eine spanische Woche ist. Das sind wieder diese dicken, wo 6 Stück drin sind. Die packt man in Toaster. Also zumindest alle anderen waren immer im Toaster. Mikrowelle, Backofen, Toaster. Genau, die finden Noel und Matteo halt ganz, oder auch Mia, glaube ich, ganz cool. Und deswegen habe ich die gekauft. Ich hatte ja die Tage, weiß nicht, hatte ich euch das gezeigt? Vielleicht ja, vielleicht nein. Diese süßen Pfannkuchen auch gekauft. Die habe ich auch noch da. Und ja, mal gucken, ob die Kinder das alles gut finden oder eher nicht so. Dann habe ich noch eine Packung Eier mitgenommen, weil ich gerne backen möchte die Tage. Ich muss unbedingt mein Bananenbrot machen. Ich rede seit einer Woche oder länger von einem Bananenbrot, habe es immer noch nicht gemacht. Die Bananen sind im Kühlschrank, die werden nicht besser.
Aber auch nicht viel schlechter, wenn sie da im Kühlschrank sind. Und Bananenbrot ist ja sowieso, ne? Die müssen ja sowieso traurig sein, die Bananen, aber. Genau, dann habe ich mitgenommen, mal kurz überlegen, bei Lidl noch zweimal Maultaschen, die waren im Angebot für 1,69 Euro, richtig cool, von Burger. Und zwar einmal traditionell schwäbisch, die habe ich noch nicht gegessen, mal gucken, wie die schmecken. Das ist die grüne Packung. Und einmal die rote Packung mit dem Rindfleisch, die hatte ich neulich schon mal, super, super lecker. Ich habe Suppengemüse geschnibbelt und in einen Topf mit Wasser und mit Brühe und die dann einfach damit reingetan. Und ich habe ein bisschen viel Flüssigkeit gehabt. Also das war irgendwie ein komisches Verhältnis alles. Aber es war sehr lecker. Und ja, 1,69 € pro Packung ist richtig gut, deswegen habe ich die mitgenommen. So, dann waren wir, wie gesagt, ah nee, zweite Teil habe ich noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Zott, Sahne, Joghurt, Milch, Panna Cotta, Himbeere habe ich euch jetzt schon öfter, glaube ich, in die Kamera gehalten. Liebe ich, finde ich richtig, richtig gut. Und deswegen durften nochmal zwei mit. Die waren nämlich wieder reduziert für irgendwas in der 40 Cent, glaube ich. So, jetzt kommen wir aber zu dem Penny-Einkauf. Und da habe ich zum einen, haben wir dieses Grieß-Dessert mitgenommen, diesen großen Pott. Ein Kilo ist das. Und meine Mama hat den eingeladen bei sich und ich liebe Grieß. Und ich habe sie gefragt, schmeckt der? Hast du den schon mal gehabt? Ja. Sie sagt, der schmeckt richtig gut. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme den mal mit, weil ich bin ein Fan von so Grieß. Und ja, ich glaube, ich habe noch gefroren Erdbeeren oder Himbeeren oder beides, was man sich ein bisschen pürieren könnte dafür. Mal gucken. Ich esse Grieß aber auch sehr gerne pur oder mit Zimt und Zucker oder so. Dann habe ich einen Kohl mitgenommen, einen Weißkohl, weil ich noch einen gefrorenen Hack habe und beschlossen habe, und davon gibt es demnächst, wie nennt man denn das? So einen Eintopf, also Kohl, kleingeschnibbelt, angebraten, dazu Hack. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich das Hack anbraten. Und dann werde ich es erstmal beiseite packen, dann werde ich den Kohl anbraten und das Hack dann irgendwann wieder dazu tun. Und dazu koche ich halt Kartoffeln und dann entsteht da auch so ein bisschen wie eine Soße drin. Und ja, ich persönlich mag das sehr gerne. Ich mag aber auch nur Kohl als Suppe sozusagen. Mag ich auch sehr, sehr gerne und ist auch so ein gutes Herbstessen, um ein bisschen mal an der Figur zu arbeiten, wenn man vorher eine halbe Packung Windbeutel gegessen hat. Naja, dann habe ich mitgenommen. Einmal Leberwurst fein, die war, glaube ich, ein bisschen reduziert. Aber ich weiß nicht, wie viel, 1 € irgendwas. Dann gab es einmal dieses Snack Salamio. Matteo isst es sehr gerne. Mirko auch mal, aber der ist ja ein Fan eher von den Beefies, von den teuren. Ich kaufe aber immer nur die günstigen, aus Prinzip. Und dann habe ich von Haribo die Vampire im Sauer mitgenommen. Ich mag eigentlich überhaupt nicht gern sauer, aber ich liebe die Vampire und mit dem Lakritz habe ich mir das sehr lustig vorgestellt. Deswegen, ja, die möchte ich unbedingt mal probieren. Keine Ahnung, wie viel die gekostet haben, aber ich bin ultra gespannt. Dann war reduziert auf 59 Cent, glaube ich, beim Penny. Alle möglichen Maggi-Produkte und ich habe zweimal eine Spargelsuppe mitgenommen. Spargel-Cremesuppe, weil ich beim letzten Mal, wobei ich glaube, dass sie beim letzten Mal von Knorr war, die gemacht habe und die echt lecker fand. Ich hatte noch einen Rest Reis vom Vortag, den habe ich damit zugegessen. Dann war das Ganze irgendwie so ein bisschen wie Hühnerfrikassee, also hatte irgendwie Ähnlichkeit. Halt so geht's so. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker und kann man sich zwischendurch auch einfach mal gönnen, wenn man im Homeoffice ist oder so, einfach mal sowas zum Mittagessen. Mag ich persönlich sehr gern. So, dann gab es eine Backmischung, die habe ich vorher schon in der Penny-App gesehen und die musste ich mitnehmen. Die hat, ich glaube, 4,99 € gekostet. Ich glaube aber mit der Penny-App 3,49 €, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe hier einen Kassenbon. Ist das der von Penny? Ja, da können wir mal gucken. Bam, 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 bam. Nee, ich habe tatsächlich 4,99 € bezahlt. Krass. Das ist verrückt. Ich dachte, da gab es ein Dings. Gab es scheinbar nicht, schade. Ich habe auf das, was gleich noch kommt, da habe ich ein bisschen Rabatt bekommen. Aber okay, ich habe schon mal 5 € für diese Backmischung bezahlt. Ich hoffe, dass sie richtig geil schmeckt. Was ist das überhaupt? Muffins mit Glasur und Streusel. Nach was schmeckt das? Weiß man nicht. Muffins mit blauer Glasur und weißem Zucker irgendwas. Okay, keine Ahnung, es schmeckt nach irgendwas. Es ist mit blauer Glasur und dann sind so kleine Knochen. Da gab es auch noch so Streudeko. Die sollte 3,50 € kosten. Ich so, oh, ich denke nicht. Also ich habe die schon fast eingeladen, habe dann den Preis gesehen. Und hier sind halt überall so runde Dinger drauf, also die Puppeteurfiguren, wobei die nicht mal so richtig originalgetreu sind, echt. Also es ist echt
billig nachgemacht. Und die kann man ausschneiden und dann halt mit einem Zahnstocher, also an so einen Zahnstocher kleben und dann halt da reinmachen zur Deko. Kann man machen. Ist eine süße Sache. Ich glaube, dass Matteo sich riesig freut, wenn wir das demnächst mal machen. Und deswegen habe ich es gekauft. Man muss für sein Kind ja auch mal was Schönes machen. Wobei man auch jede x-beliebige Muffin-Mischung hätte kaufen können. Oder einfach Muffins mit einem eigenen Rezept hätte machen können. Und dann einfach was von Paw Patrol ausdrucken und draufkleben. Man lernt ja auch seinen Fehler. So, dann habe ich zwei Körbe gekauft. Die haben jeweils 1 Euro gekostet und die sind so wunderschön. Die Farbe kommt gar nicht so richtig schön zur Geltung hier, glaube ich. Die sind super schön und ich weiß noch nicht hundertprozentig, was ich damit machen werde, aber sie waren so schön, dass ich sie kaufen musste. So ist sie. Von Landmark habe ich Hähnchen-Mini-Schnitzel einmal mitgenommen. So, falls man kein anderes Fleisch da hat oder wenn es mal Pommes gibt oder keine Ahnung. Nice to have. Mein Mann braucht ja immer irgendwas Fleischiges. Und dann habe ich hier einmal Hähnchen-Filet-Steaks in Kräuter mitgenommen. Da kenne ich sonst immer nur die Natur. Jetzt nehmen wir mal die mit Kräuter. Gucken wir mal, wie die so sind. So, dann waren Cineminis im Angebot für 2,22 Euro. Und ich habe 3 Packungen mitgenommen. Einfach, weil Cineminis so schnell alle sind. Wenn Noelle erstmal losgelegt hat, dann sieht das aus, als wenn er die ganze Woche nichts gegessen hätte. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen habe ich immer gerne viele Cineminis da auf Lager. Also ich kaufe die halt immer in der Regel, wenn sie im Angebot sind. Und dann kaufe ich halt gerne mehr, weil ich so ein bisschen daraus gelernt habe, dass wenn du sie dann brauchst, dann sind sie erstmal 3 Wochen nicht im Angebot. Deswegen ja, versuche ich mir so einen Vorrat anzulegen. Und das Letzte, was ich gekauft habe, sind diese beiden Tüten Chips. Und zwar von Lay's, die gesalzenen. Da gab es auch Rabatt drauf. 1 Euro irgendwas haben die dann noch gekostet. Und die finde ich sehr, sehr lecker. Und das war es gewesen. Mein Sohnemann hat von meiner Mama noch ein Brötchen bekommen, aber das hat er aufgegessen. Genau. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich noch ein zusätzliches Video gemacht habe. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.